Hallo ihr Lieben, heute ist der 5. Dezember und ich habe meinen neuen Lippenstift mal drauf gemacht, den von Essence, den ich ja in den Adventskalender hatte, den braunen und das war ja noch der rote und die hatte ich ja im Duopack drin am 2. Dezember und den habe ich heute mal aufgetan. Ja, heute kommt das Video ein bisschen später, weil wir gerade mein neues Auto gekauft haben. Also ich hätte den, einen Toyota Aygo in Weiß. Ich hätte den nicht mehr durch den TÜV bekommen und das wäre einfach zu teuer geworden. Und da sind wir gerade los. Gebrauchter und sehr schön. Und ich habe mich schockverliebt, als ich mich da reingesetzt habe und ich habe das Radio gesehen und die Innenausstattung. Und da habe ich so gesagt, oh mein Gott, ne? Mädchen. Schockverliebt und glücklich. Ja, kommen wir zum Adventskalender. Also, erstmal meinen Kinder-Adventskalender, nicht? Nummer 5. Da oben. Ja, da freue ich mich echt, da freue ich mich. Wie Bolle. Kinder-Mini, Kinder-Country. Ein kleines Kinder-Country, das kommt später. Weil sonst habe ich einen Mund zu voll. Also, da die Nummer 5 bei meinen Kerzen. Habe ich mir gestern wieder angemacht. Auch das ganze Wohnzimmer nach. Finde ich echt super. Und heute habt ihr, guck mal meine Ohrringe. Heute habe ich meine Nikolaus-Stiefel-Ohrringe drin. Sind die süß, ne? Ich bin zu süß. Die ist süß, süß. Was bin ich denn? Da! Ah. Oh, die Farbe hatte ich noch nicht. Die Farbe hatten wir noch nicht. Wir hatten nämlich nur lila und weiß. So, das ist nämlich die. Und die riecht nicht so extrem wie die anderen beiden. Aber so nach einem Winter, Wald, Nadel. Auf jeden Fall sehr gut. Wird heute noch angemacht. Klar, klar, klar. Ja, dann kommt mein Balea. Balea, komm her, du. Wir haben heute den 5. März. Ach, 5. Gott, das hat mich alles so durcheinander gemacht. 5. Dezember. 5. März ist gut. Das dauert noch ein bisschen, ne? Die 5. Wo ist sie denn? Da! Das ist auch ein größeres Kläppchen. Ja, dann schauen wir mal, ne? Ein Säckelchen. Ich habe ja gestern die Haarkur sofort gebraucht. Und was soll ich sagen? Die war super. Die war super, die sollte man so 5, ich habe heute hier so Löckchen, ich weiß gar nicht, ja, irgendwie so ein bisschen Naturlocken. Sollte man 4 bis 5 Minuten drauf lassen und ich muss sagen, die war echt gut. Heute haben wir drin, Badesalz, das ist ja immer sehr gut, ne? Balea Badesalz mit natürlichem Meersalz und Kokosöl. Also hat was von dem Peeling, was ich ja jetzt auch schon hatte. Ja, was haben wir denn? Aber das riecht leider nicht daraus. Das Balea-Badesalz verführt die Sinne mit einer wunderbaren Duftkombination aus Vanille, Karamell und Blüten. Die Formulierung mit natürlichem Meersalz und Kokosöl schenkt dir ein entspannendes und wohltuendes Baderlebnis. Also da bin ich ja mal gespannt. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und sehr, sehr pflegereich. Ja, dann haben wir hier die 5 bei Essence. Und guck mal, wie groß die ist. So sieht man es besser. Sehr groß. Ein Lebkuchenmännchen. Find your little heart baker. Entschuldigung. Da stand ja auch was drin. Muss es jetzt hin? Da. Let your confidence shine, pretty girl. Pretty girl, girl, girl. Das sind so kleine Geschenkanhänger. Ach, guck mal, die sind süß, nicht? Die sind süß. Oh, da kann man wirklich mal gucken, wie der von der anderen Seite aussieht. Ob man da auch noch was draufschreiben kann. Ich meine, also so sieht er hier von vorne aus. Da haben wir so ein kleines Löchlein drin. Und den kann man dann an Geschenke machen. Hinten steht dann to, also für Mama, Papa, Onkel, Tante, Kind, Mann. Süß, ne? Finde ich süß. Ja,
Dann haben wir den Adventskalender für heute geschafft. Türchen Nummer 5 ist fertig. Meine Lieben, wir sehen uns morgen. Morgen wird es reichlich. Da haben wir die Nummer 6, das heißt Nikolaus. Stellt euch schon mal darauf ein, dass es morgen sogar 2 Gewinnspiele geben wird. Die Auflösung von unserem Weihnachtsspecial heißt, die 3 Boxen werden morgen verlost. Ja, und da freue ich mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und reichlich mitmacht und mir einen Daumen nach oben da lasst für das Video und mich natürlich abonniert. Das würde mich am meisten freuen. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt bitte alle gesund und schon mal einen wunderschönen Samstag. Also, bis morgen, meine Lieben. Tschüss. Hallo.